Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Lecture in Filmreihe. Und ich bin wieder ganz begeistert. Ernst Lubitsch zieht so, dass auch unser zweites Semester, das ihm gewidmet ist, hier ein ausverkauftes Kino mit sich bringt. Also das ist wirklich ganz toll. Toll, dass Sie so begeistert sind, denn heute werden wir auch tatsächlich seinen persönlichen Lieblingsfilm sehen. Die Puppe, hat er immer gesagt, das ist der Film, der ihn am meisten begeistert hat. Und wir haben einen ganz wunderbaren Gast eben auch heute, Elisabeth Bronfen, eigentlich aus Zürich, aber heute aus Weimar angereist. Wird Vinzenz Hediger gleich vorstellen. Schon mal vielen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns auch auf den Vortrag. Ja, Sie kennen die Reihe wahrscheinlich, aber für alle, die neu hinzugekommen sind, das ist eine Kooperation zwischen der Uni Frankfurt, vor allen Dingen der Filmwissenschaft, TFM heißt der Studiengang, und dem Deutschen Filminstitut. Wir machen das zusammen seit einigen Jahren, haben schon einige ganz tolle Personen der Filmgeschichte so sehr intensiv behandeln können. Meistens geht das ja über 10 Monate, von Oktober bis Juli, so auch diesmal. Und ja, natürlich ist es nur möglich mit tollen Partnern. Vor allen Dingen ist das Exzellenzcluster, normative Ordnungen zu nennen. Das ermöglicht, dass Sie auch zu den Vorträgen freien Eintritt haben. Das ist ganz wunderbar. Auch die Hessische Film- und Medienakademie ist dabei. Und wir freuen uns sehr, Ihnen über diese Veranstaltung hinaus auch noch ein Rahmenprogramm, ein Begleitprogramm präsentieren zu können. Und wir haben uns mal gedacht, es sind zwar schon sehr, sehr viele Veranstaltungen, wo Referenten sich Filme aussuchen konnten, aber Lubitsch hat so viel gemacht, wir wollen Ihnen die anderen Highlights nicht vorenthalten. Und so zeigen wir jetzt zum Beispiel im April The Shop Around the Corner, jetzt am Samstag, also Rendezvous nach Ladenschluss, der die Vorlage war für E-Mail für dich. Tom Hanks und Meg Ryan haben dann das gespielt. Und das ist noch mit James Stewart, das Original von 1940, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, in der Originalfassung. Und nächsten Mittwoch auch ein weiterer Klassiker mit Gary Cooper und David Niven zum Beispiel, Bluebirds Eighth Wife, also Blaubarts achte Frau. Beides tolle Filme, lohnt sich sehr, da mal reinzuschauen. Und im Mai geht das dann gerade so weiter. Also April und Mai sind unsere großen Lubitsch-Monate. Ich will gar nicht mehr viel vorweg sagen. Wir haben heute einen Film mit Live-Musik. Den Pianisten stelle ich Ihnen nachher vor. Aber jetzt zunächst Vinzenz Hediger, der uns unseren Gast vorstellt. Viel Vergnügen. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Es ist mir eine besondere Freude, jetzt auch in die Reihe mit einsteigen zu können, nachdem ich im letzten Semester abwesend war. Genau genommen muss man ja sagen, es ist nicht ausverkauft, sondern ausverschenkt. Wofür wir dem Exzellenzcluster noch einmal danken möchten, der das möglich macht. Wir hatten mal die Befürchtung, dass die Leute nicht mehr kommen, wenn es gratis ist, aber das ist jetzt nicht der Fall. Die Bankenstadt Frankfurt nach Büroschluss doch nicht ganz so kapitalistisch gedacht. Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Ihnen unseren heutigen Gast vorzustellen. Uns verbindet die Universität Zürich, wo ich studiert habe, und Elisabeth Bronfen wurde mitten in meinem Studium dahin berufen, kaum älter als wir Studierenden, und hat einen intellektuellen Wirbelsturm ausgelöst an dieser Universität. Das Klima, den Tonfall, die Perspektiven gänzlich verändert, vor allem auch, was die Auseinandersetzung mit Film anging. Ich war damals auch im Nebenfach Amerikanistik und Anglistik Studenten, und das Department vor Elisabeth und nach Elisabeth, das sind schon zwei grundverschiedene Dinge. Elisabeth Bronfen gehört zu den raren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bedeutende Leistungen erbringen in der Wissenschaft Jahr für Jahr. Elisabeth Bronfen schreibt so alle 2 Jahre ein 500-seitiges Buch, das dann immer gleichzeitig auf Deutsch und Englisch rauskommt und in beiden Bereichen eine vergleichbare Wirkung entfaltet. Aber sie ist eben auch das, was auf Amerikanisch so schön ein Public Intellectual heißt, also jemand, der über die Jahre hinweg eine öffentliche Präsenz hat, kulturelle, politische Themen kommentiert, kundig, kompetent, auf eine Art und Weise, wo man die Dinge dann immer gleich wieder anders anschaut, und die eben diesen Brückenschlag zwischen Universität und intellektueller Öffentlichkeit in einer exemplarischen Weise schafft. Elisabeth Bronfen ist auch eine der Personen, oder vielleicht muss man sagen, die Person überhaupt,
die wichtigste Impulsgeberin aus den Literatur- und Kulturwissenschaften heraus in die filmwissenschaftliche Forschung der letzten 20 Jahre, und zwar in Deutschland und in den USA. Elisabeth Prompfen kommt aus der Literaturwissenschaft heraus, ist ursprünglich Spezialistin für englische und amerikanische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, hat dafür in Harvard einen Doktortitel erworben und dann auch sich in München habilitiert, und schon die Habilitation zeigt an, welches breite Spektrum von Gegenständen, theoretischen Überlegungen, Ansätzen, Perspektivierungen in ihrem Werk zu finden sind. Das Buch, das aus der Habilitation hervorgegangen ist, hat sie berühmt gemacht zu Beginn der 90er Jahre. Die deutsche Fassung heißt Nur über ihre Leiche, Tod, Weiblichkeit und Ästhetik. Ein Buch, in dem es um Literatur, aber auch um den Zyklus der Sterbebilder von die Ferdinand Hodler von seiner Geliebten angefertigt hat, geht, und die Überlegungen gehen bis hinein ins Kino. Danach folgen Bücher, die sich direkt mit dem Kino auseinandersetzen, etwa Heimweh, Illusionsspiele in Hollywood von 1999, zugleich aber fast zeitgleich erschienen eine wichtige kulturhistorische und kulturtheoretische Studie mit dem Titel Das verknotete Subjekt, Hysterie in der Moderne. Ein weiterer Titel ist Liebestod und Femme fatale, der Austausch sozialer Energien zwischen Oper, Literatur und Film. Also auch die Oper gehört zu den Gegenständen, über die Elisabeth Prompfen in souveräner Weise verfügt und zu sprechen vermag. Vor einigen Jahren hinzugekommen ist eine Einführung in das Werk des Philosophen Stanley Cavell, der, wenn man so will, ein väterlicher Zwilling von Elisabeth ist, insofern er aus der Philosophie heraus über Literatur, Film, Oper, bildende Kunst in einer durchaus vergleichbaren Weise spricht und handelt. An filmwissenschaftlichen Publikationen noch zu erwähnen ist das Buch Hollywoods Kriege, Geschichte einer Heimsuchung, erschienen bei Fischer, Frankfurt 2013. Und ebenfalls von besonderem Interesse hier in Deutschland das Buch, das sie gemeinsam mit Daniel Kampa herausgegeben hat, mit dem sehr schönen Titel Die Amerikanerin in Hitlers Badewanne. Ein Buch über drei amerikanische Kriegsberichterstatterinnen im Zweiten Weltkrieg. Das letzte Buch von Elisabeth Prompfen ist ein Kochbuch. Ein wunderbar ausgestattetes Buch, dessen Kauf ich Ihnen sehr empfehlen kann. Die Rezepte taugen was, glauben Sie mir. Wir haben es schon durchprobiert. Elisabeth Prompfen ist auch eine leidenschaftliche und sehr, sehr gute Köchin. Und diesen Teil ihrer Weisheit hat sie eben jüngst zwischen zwei sehr schön gestaltete Buchdeckel gefasst. Und auch dieses Buch möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Elisabeth, wunderbar, dass du heute Abend hier bist. Wir freuen uns sehr. Jetzt bin ich ganz gerührt. Danke für die bewegende Einleitung. Und ich mache jetzt keine komischen Selbstkommentare, sondern beginne jetzt mit meinem Vortrag über Lubitsch, der aber auch in die Literatur und zu anderen Filmen sich ausweiten wird. Und weil ich eben die Puppe von Lubitsch sowohl auf die literarische Vorlage E.T.A. Hoffmanns Nachtstück Der Sandmann von 1816, wie auch Hitchcocks Revision dieses Sandmanns, nämlich Vertigo, zusammenbringen möchte, erscheint es mir sinnvoll, mit drei Szenen zu beginnen. Jeweils geht es in diesen darum, das ist sozusagen die Verbindung der drei Texte, die ich Ihnen heute darstellen möchte. Es geht jeweils in diesen drei Szenen darum, wie der Held jene Frau, die als Puppe eingesetzt wird, um ihn zu verwirren, das erste Mal sieht. Bei Hoffmann im Sandmann beschreibt der melancholisch-neurotische Nathanael in einem Brief an seinen Freund Lothar zuerst den Schöpfervater Professor Spallanzani und dann dessen Tochter Olympia. Das lese ich Ihnen jetzt vor. Neulich stieg ich die Treppe herauf und nehme wahr, dass die sonst einer Glastür dicht vorgezogene Gardine zur Seite einen kleinen Spalt lässt.
Selbst weiß ich nicht, wie ich dazu kam, neugierig durchzublicken. Ein hohes, sehr schlank, im reinsten Ebenmaß gewachsenes, herrlich gekleidetes Frauenzimmer saß im Zimmer vor einem kleinen Tisch, auf den sie beide Arme, die Hände zusammengefaltet, gelegt hatte. Sie saß der Türe gegenüber, so dass ich ihr engelschönes Gesicht ganz erblickte. Sie schien mich nicht zu bemerken und überhaupt hatten ihre Augen etwas Starres, beinahe möchte ich sagen, keine Sehkraft. Es war mir so, als schliefe sie mit offenen Augen. Mir wurde ganz unheimlich und deshalb schlich ich leise fort ins Auditorium, das daneben gelegen. Also halten wir fest, sein Blick ist ein verstohlener, durch einen kleinen Spalt hindurch gerichtet. Es ist ein unfreiwilliger Blick, von dem Nathanael nicht so recht weiß, warum er sich dazu hinreißen ließ. Und dieser Blick löst zudem ein unheimliches Gefühl in ihm aus. Bei Lubitsch sieht das folgendermaßen aus. Ich kann mir jetzt nicht helfen, Ihnen zu sagen, Sie werden jetzt eine sehr komische Filmmusik hören und dann später kommt, glaube ich, etwas Besseres. Die Puppenfrau wird ihm wie ein Theaterspektakel präsentiert, aber sie fällt immer wieder aus eben jener Starre, welche Olympia charakterisiert, heraus. Dann führt sie einen mechanischen Tanz vor, der zugleich ihre Eigenständigkeit deutlich macht. Sie schlägt und küsst den jungen Mann. Somit wird aber auch ein doppelter Blick von Anfang an installiert. Wir wissen, was der junge Bräutigam und der Vaterschöpfer nicht wissen. Es handelt sich um eine Frau, die ihr Begehren eigenwillig durchzusetzen weiß. Bei Hitchcock hingegen jene berühmte Szene, in der Scotty in einem Restaurant in San Francisco zum ersten Mal jene Frau sieht, die er für seinen Schulkameraden Galvin Elster bewachen soll. Entscheidend, und auch das stellt eine mediale Brechung dar, desto näher diese verführerische Frau Scotty rückt, eine Puppe, weil Judy ihm eine künstliche Version von Mrs. Elster vorspielt, desto mehr wendet er sich von ihr ab. Ihre Blicke treffen sich nicht. Er sieht sie nur im Profil aus der Ferne und dann als Wiedergabe im Spiegel. Wir hingegen bekommen jenes Profil zu sehen, mit dem Hitchcock zugleich auch seinen neuen Star Kim Novak einführt. Es ist nicht sein Blick, der hier festgehalten wird, sondern der der Kamera. Was verbindet also jetzt diese drei Szenen? Eine paternale Figur hat eine künstliche Frau geschaffen, einen Automaten im ersten Fall. In den darauf sich beziehenden Filmen steht einerseits die Tochter für die Puppe ein, die ihr Vater als Kopie erzeugt hat, das werden Sie dann gleich noch sehen, und bricht dabei ständig ihre Starre. Andererseits lässt sich bei Hitchcock eine Frau von ihrem Geliebten zu einer statuarischen Verkörperung eines Gemäldes umgestalten. Das heißt also, jeweils geht es um einen spektralen Blick, der zwischen phantasmagorischem Spiel und dessen Enthüllung oszilliert. Wir sollen in den Bann eines magischen Denkens gezogen werden, das starren Figuren Bewegung verleiht. Die Entlarvung dieser Dämonie lässt aber auch fragen, welchen psychischen Gewinn hat dieser Zauber? Wen gefährdet er? Warum spielt jede der drei Fälle den korrektierenden Blick einer Heldin ein, die mal mit der Puppe identisch ist, mal ihr entgegengesetzt? Und schließlich, insofern die Wirkung dieser geisterhaften Optik das Resultat des verzauberten Blickes des Helden darstellt, kommt dieser Blick einer Geistesschöpfung gleich. Und das ist natürlich eine, die das Kino, das Medium Kino selber mitreflektiert. Lassen Sie mich also kurz einige Punkte aus E.T. Hoffmanns Nachtstück nochmal in Erinnerung rufen. Wie schon angedeutet, beginnt der Sandmann mit einem Brief des Studenten Nathanael, in dem er selbst zugibt, sein Freund Lothar wird ihn für einen aberwitzigen Geisterseher halten. Dennoch berichtet er von seinem Treffen mit dem Wetterglashändler Giuseppe Coppola, der ihm ein Taschenperspektiv verkauft hat. Dieser hat ihn nämlich an den Advokat Coppelius erinnert, der in seiner Jugend immer abends seinen Vater besuchte. Seine Kinderfrau hatte ihn damals eingeredet, dieser sei der Sandmann aus dem Kindermärchen, der die Augen der Kinder, die nicht schlafen gehen wollen, stiehlt. So kehrt mit Coppola eine Figur aus seiner Vergangenheit zurück, die er als Verkörperung eines unheimlichen Spukes verstehen will. Nicht unwichtig an dem ironischen Bruch, der auch in der Novelle nicht fehlt, Nathanael ist sich durchaus bewusst, dass er diesen hässlichen, gespenstischen Unhold selber in seiner Fantasie geschaffen hat. Dennoch kann oder will er auch nicht von jener Szene loslassen, die ihn damals im Studierzimmer seines Vaters festgezaubert hatte. Die beiden Männer, die dort ihren Experimenten nachgegangen waren, hatten ihn dort entdeckt und bestraft.
Wie können wir nicht genau wissen, was vorgefahren ist? In seiner Wiedergabe, in seinem Brief an Lothar, aber stellt Nathanael dies als einen schauerlichen Missbrauch durch zwei gespenstische Figuren dar. Wir haben es natürlich mit einer Serie an traumatischen Szenen zu tun, die rückwirkend verstanden werden müssen. Denn die Bestrafung im Studierzimmer des Vaters wirkt nur deshalb so nachhaltig, weil ein Jahr später dieser eines Nachts dort aufgrund einer Explosion gestorben ist. Und zwar nachdem Coppelius einmal mehr gekommen war und den Vater dorthin begleitet hatte. Das heißt also, mit dem Händler Coppola kehrt auch der mysteriös verstorbene Vater wieder. Nun ist es aber für die Demontage jenes verzaubernden Blickes, mit dem sowohl Lubitsch als auch Hitchcock arbeiten, entscheidend, dass es in Hoffmanns Nachtstück auch eine Heldin gibt, die an das Geistersehen nicht glaubt. Die Braut Clara, die statt Lothar den Brief erhält, antwortet dann auch mit einer strengen Korrektur dieses Blickes. Sie versichert ihm, beide Gestalten wären Phantome seines Ichs, die sich augenblicklich zerstäuben würden, wenn man sie als solche erkennt. Ich habe Clara immer als eine Psychoanalytikerin avant la lettre verstanden, denn sie versichert ihrem Nathanael, dass diese fremden Gestalten nichts über dich vermögen, nur der Glaube an ihre feindliche Gestalt kann sie dir in der Tat feindlich machen. Nathanael weigert sich natürlich, auf ihre vernünftige Zurückweisung zu hören und ersetzt sie, und um diesen Punkt geht es mir dann auch bei den beiden Filmen, ersetzt sie durch jene Puppenfrau Olympia, die ihm nie widerspricht. Er schreibt vorher noch ein gruseliges Gedicht, in dem er von dem Hochzeitsaltar neben Clara steht, deren Augen sich zuerst plötzlich in Tropfen seines Herzbluts verwandeln, dann aber den Anblick eines tiefen Abgrunds bieten. Da steht dann in dem Gedicht, es ist der Tod, der mit Claras Augen ihn freundlich anschaut. Bezeichnend ist aber jetzt nicht nur die Art, wie seine Braut darauf reagiert. Sie sagt ihm nämlich, und das Lachen Ossi Oswaldas, was Sie jetzt schon vorher gesehen haben, wäre sozusagen die Umschrift, die Lubitsch dafür findet. Also Clara sagt ihrem Nathanael, dieses Gedicht sei, er solle dieses tolle, unsinnige, wahnsinnige Märchen ins Feuer werfen. Mir ist aber auch wichtig, dass Nathanael sie daraufhin, also jetzt die Clara, diese sehr bodenständige Frau, einen leblosen, verdammten Automat nennt. Das heißt also, die Grenze zwischen Frau und Puppe ist bei E.T. Hoffmann in beide Richtungen hin eine fließende. Die Novelle operiert also mit einer bedeutenden Doppelung des verzaubernden Blickes. Wir haben einerseits Nathanael, der erkennt in dem unliebsamen Freund seines Vaters den Sandmann des Kindmärchens. Andererseits erkennt er in Olympia jenes perfekte Liebesobjekt, welches der von ihm als Automat begriffenen leiblichen Braut bevorzugt werden soll. Jeweils benötigt er psychisch diesen Ersatz, obgleich er in luziden Augenblicken durchaus begreift, dass alles auf eine kindische Gespensterfurcht zurückgeht, weil er mit der realen Braut aus Fleisch und Blut seiner Clara eben nicht so Rechtes anfangen kann. Olympia hingegen unterstützt nicht nur uneingeschränkt seinen narzisstischen Blick, sagt er doch selber, in ihr würde sich sein ganzes Sein spiegeln. In der Wiederholung der gewaltsamen Szene im Studierzimmer seines Vaters, später dann eben ist er jetzt Student und dann gibt es nochmal so eine Szene, jetzt aber eben zwischen den zwei Schöpfern dieser Olympia, da nimmt jetzt die Puppe seine Position ein. Denn deren beiden Väter, Spallanzani und Coppola, verletzen sich zuerst gegenseitig und zerreißen dann den Automaten während eines Streits. Und es sind Olympias Augen, also nicht seine, die der Professor aus einer Blutlache aufhebt und Nathanael entgegenschleudert. Und hier muss man einfach festhalten, die Verschiebung ist bezeichnend. Denn nun ist der Held nicht mehr das passive Opfer, sondern es ist seine künstliche Stellvertreterin, der an seiner Stelle Gewalt angetan wird. Und dann versucht er, und das finde ich eben auch nicht uninteressant, den Professor und nicht den Wetterglashändler zu erwürgen, sprich die Figur, die für seinen Vater einsteht. Nun ist es für eine Betrachtung von Lubitschs Puppe nicht unwesentlich festzuhalten, dass im gleichen Jahr auch Freuds Lektüre des Sandmanns veröffentlicht wird. Freud interessiert sich bekanntlich weniger für die Figur der Olympia, lehnt er es doch ab, eine intellektuelle Unsicherheit, ob etwas belebt oder unbelebt sei, als Kategorie des Unheimlichen festzulegen. Weil es ihm stattdessen um die Frage des Kastrationskomplexes geht, konzentriert Freud sich auf die Aufspaltung des Vaters in einen
von dem eine Kastrationsdrohung ausgeht, dem dämonischen Advokaten, sowie den beiden Schöpfervätern Coppola und Spallanzani, und auf der anderen Seite einen guten Vater, der um das Kind zu schützen interveniert. Olympia wird, um diese theoretische Denkfigur zu stützen, nicht in Bezug auf Clara gelesen, sondern als Nathanaels Verlagerung des Kastrationskomplexes. Für Freud bezeugt der Umstand, dass Nathanael seinem realen externen Liebesobjekt entsagt, wie sehr er weiterhin von der bedrohlichen Kraft des Vaters heimgesucht ist. Die verzehrende Double Vision, die ihm Clara als Automaten und Olympia als seine perfekte Geliebte wahrnehmen lässt, beachtet Freud nicht. Und somit eben auch nicht die Frage, was es heißt, eine reale Frau nur als Bild oder Puppe lieben zu können. Indem er gänzlich den korrigierenden Blick Claras aus seiner Diskussion ausblendet, übersieht Freud auch jene Spannung zwischen der Phantasmagorie des Geistersehens und einer Demontage dieses dämonischen Zaubers, an der sowohl Lubitsch als auch Hitchcock gelegen ist. Ich möchte deshalb im Folgenden beide Filme auf drei Szenen hin befragen. Erstens die Art, wie der Regisseur sich selber ins Blickfeld rückt. Zweitens, wie die künstliche Frau dargestellt wird. Und drittens, wie der verzauberte Blick des Helden dämonisiert wird. Also zuerst steht Lancelot und seine Amme noch vor dem Haus, dann werden sie in dieses hineinversetzt, damit sie zu Schauspielern belebt aus diesem heraustreten können. So inszeniert Lubitsch sich bewusst als Illusionist, der mit der Hilfe des kinematischen Apparates unbelebte Puppen zu belebten Figuren auf der Leinwand verwandeln kann, obgleich dadurch natürlich auch die realen Schauspieler, welche die Puppen ersetzen, ihrerseits durch das bewegte Filmbild ersetzt werden. Zugleich wird von Anfang an auch unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass Lubitsch als Regisseur die Welt, die er auf der Leinwand heraufbeschwört, gänzlich in seiner Kontrolle hat. Auch wenn er uns dazu einlädt, an dieser als solcher auch markierten Phantasmagorie teilzuhaben. Nun ist Lubitsch weitaus mehr an dem fröhlichen Spiel optischer Illusionen interessiert als an einem Schauermärchen über die Bedrohung des Auges, und so bietet er eine komödienhafte Interpretation für jene Weigerung, die Braut als separate andere Person zu begreifen, um die Hoffmanns psychisches Drama sich dreht. Sein Held Lancelot wird nicht von väterlichen Geistern heimgesucht, sondern von einer Furcht vor der Ehe. Deshalb flieht er ins Kloster. Doch sein Onkel, der Baron de Chanterelle, macht sich um seine Nachfolge Sorge und entwickelt deshalb eine List, um den Neffen an eine Frau zu binden. Also es tut mir jetzt leid, dass Sie leider die ganze Geschichte im Vorfeld schon mal jetzt hören werden, aber das ändert gar nichts am Vergnügen des Films später, wenn Sie es dann alles nochmal sehen können, weil wie Barth ja sagt, man schaut immer eigentlich doppelt, also zweimal wiederholt. Erst dann richtig. Also, wie gesagt, er ist im Kloster, der Onkel will ihn zurückhaben, weil er Kinder haben möchte. Und deshalb bietet er eine großzügige Mitgift an, und das würden wir jetzt heute anders nennen. Wir würden nämlich heute sagen, er will die sexuelle Neigung Lancelots umlenken. Die Geldsucht der Mönche kommt ihm gelegen, diese reden nämlich dem leichtgläubigen Lancelot ein, er könne doch eine fiktive Ehe mit einer Puppe eingehen, um die Mitgift für das Kloster zu ergattern. Lancelot kommt also beim Puppenmacher Hilarius in genau dem Augenblick an, in dem dieser sein Meisterwerk fertigstellt, nämlich eine Puppe, die er als Doppel seiner Tochter gestaltet hat. Ossi allerdings mokiert sich über den Gestaltungswillen ihres Vaters und dessen Verliebtheit in seine Schöpfung und ist dann doch selber begeistert. Beide Figuren in der Novelle, die vernünftige Clara und die starre Olympia, werden also von derselben Schauspielerin gespielt. Die Schöpfung wird lustvoll als solche auch entlarvt. Der Puppenmacher zudem von seiner Tochter und seinem Gehilfen mokiert. Vor allem aber ist es in diesem Fall die Tochter, die den ahnungslosen Jüngling durchs Fenster erblickt und sich auf der Stelle in ihn verliebt. Was folgt, geht alles auf ihre Regie zurück, nicht die des Vaters, und darin erweist sie sich als Doppel von Lubitsch selber. Wie er spielt auch sie mit den anderen Figuren, witzigerweise aber eben dadurch, dass sie, und das ist die dramaturgische Pointe, ab dem Moment, in dem der Gehilfe die Puppe beschädigt hat, ihr eigenes Abbild zur Schau stellen muss. Das heißt also, auch Lubitsch arbeitet mit einem verzaubernden Blick, nur handelt es sich in diesem Fall um ein Ausloten der unsauberen Schnittfläche zwischen belebten und unbelebten Körper, der von dem Talent der Schauspielerin einerseits und dem Eigensinn der von Ossi Oswalde gespielten Tochter andererseits lebt. Das heißt also, entscheidend ist, es geht hier um ihre Handlungsmacht.
Dieses Spiel mit Doppelungen wird besonders deutlich, nachdem Lancelot seine Puppe in das stattliche Haus seines Onkels gebracht hat, um dort Hochzeit zu feiern. Ossi stellt nicht nur die Fusion von Puppe und Braut zur Schau, sondern inszeniert am eigenen Körper auch deren Brechung. Der Umstand, dass sie immer dann unbelebt wird, wenn Lancelot sie anblickt, sagt etwas darüber aus, dass er noch nicht fähig ist, ihre Andersartigkeit von seiner narzisstischen Vereinnahmung anzuerkennen. Wenn immer er sie nicht anblickt, bricht sie wiederum die Pose und lacht über seine Leichtgläubigkeit. Das heißt, sie wird ebenso explizit als Doppelung des Regisseurs inszeniert, indem sie eben die Kontrolle über die verrückte Intrige, in die sie durch Zufall verwickelt worden ist, niemals verliert. Jetzt aber zu Hitchcock. Am Anfang von Vertigo findet sich jener Cameo-Appearance, der zu seiner Trademark geworden ist. Hitchcock weist auf seine Präsenz als Autor-Spielleiter hin, und zwar als dramaturgisches Bindeglied zwischen der Hilflosigkeit des Helden in den Armen seiner klaren Figur und dem Gespräch unter Männern, die über deren Doppelgängerin genauso wie Spallanzani und Coppola verhandeln. Unter der Regie von Gavin Elstersit stellt Judy die Rolle der von ihr verrückten Ahnin Mad Carlotta heimgesuchten Madeline nicht nur perfekt zur Schau. Die Art, wie Hitchcock diese Verzauberung inszeniert, demontiert zugleich auch die Magie, entlarvt sie als Trug, der für den Blick des Mannes dargeboten wird, wie eben auch Olympia. Im Blumenladen blickt Scotty wie Nathanael durch einen Spalt. Im Friedhof lotst sie ihn zum Grab. Dann überdeterminiert setzt sie sich vor das Porträt, damit er dieses als ihr Modell erkennt. Und schließlich nochmals Olympia, aber eben auch Ossie Oswalder, das hatten Sie schon vorher in dem Clip gesehen, am Fenster. Sie stellt eine markierte optische Wirkung dar, die zudem nur für Scotty existiert. Dabei geht es allerdings weder um ein Experiment, wie in der E.T.A. Hoffmann-Geschichte von dem Automatenschöpfer, noch um eine Heiratsintrige wie bei Lubitsch. Judys statuarische Darbietung dient dazu, Scotty in den Mord an die reale Madeline Elster zu verwickeln. Nun geht es mir ja darum, wie man die Puppe nicht nur als Adaption von Hoffmanns Nachtstück zu verstehen hat, sondern eben auch rückblickend durch Hitchcocks Umschrift anders liest. Und dabei fällt auf, während Ossie stets oszilliert zwischen ihrer Darbietung der mechanisch bewegten Puppe und dem Herausfallen aus dieser Pose, wird Judy immer puppenhafter, nachdem sie Scotty erlaubt, sie noch einmal als Madeline umzugestalten. Und wenn im Sandmann Nathanael bis zur Zerstörung von Olympia zwischen seinen beiden Liebesobjekten hin und her schwankt, während Lancelot schlussendlich sich, das werden Sie jetzt dann noch sehen, für die reale externe Frau entscheidet, kann Scotty eine Frau nur lieben, wenn er glaubt, sein Blick allein würde sie beleben. Doch auch hier gibt es eine Brechung, nämlich die mütterliche Midge, die ähnlich wie Clara ihrem Freund das Geistersehen austreiben will. Und dafür die Szene, in der sie sich in diese fatale Fantasie wörtlich einschreibt. Wir sehen also für einen Augenblick doppelt Midge, die fragend auf Scotty blickt und ihr gemaltes Gesicht, das uns fröhlich anblickt. Und wieder auf die Puppe rückübertragen, im Unterschied zu dieser Aufspaltung in zwei Frauentypen, die den Zauber vorführende und die diesen brechende, verkörpert Ossie Oswalder beide. Der Umstand, dass Scotty von dieser Doppelung der realen Frau und ihrem parodistischen Abbild flieht, zeigt nicht nur, wie wenig er fähig oder willig ist, diese als separaten Menschen anzuerkennen, es gehört auch zu Hitchcocks dunkler Komödie, das mörderische Begehren im Herzen der Cinephilie zu entlarven. Schauen wir uns also jetzt die Auflösung der drei Geschichten an, jedoch mit Stanley Cavells Kritik an Freuds Beharren, dass es beim Unheimlichen nicht um die Unsicherheit geht, ob eine Figur belebt sei oder unbelebt sei. Cavell versteht die Novelle eher als eine Auseinandersetzung mit der Frage, was es für den Helden heißen würde, die Geliebte als separate, belebte, ihm gegenüberstehende menschliche Existenz zu begreifen. Er nennt das Acknowledging the Separateness of Others. Seine Kritik macht er an jenem Fehler fest, der Freud in seiner Wiedergabe der Novelle unterläuft. So fasst Freud die Szene zusammen. Also das ist jetzt Freud.
Aus langer, schwerer Krankheit erwacht, scheint Nathanael endlich genesen. Er gedenkt, seine wiedergefundene Braut zu heiraten. Sie ziehen beide eines Tages durch die Stadt, auf deren Markt der hohe Ratsturm seinen Riesenschatten wirft. Das Mädchen schlägt ihrem Bräutigam vor, auf den Turm zu steigen, während der das Paar begleitende Bruder der Braut unten verbleibt. Oben zieht eine merkwürdige Erscheinung von etwas, was sich auf der Straße heranbewegt, die Aufmerksamkeit Claras auf sich. Nathanael betrachtet dasselbe Ding durch Coppolas Perspektiv, das er in seiner Tasche findet, wird neuerlich vom Wahnsinn ergriffen. Unten, unter den Menschen, die sich unten ansammeln, ragt der Avokat Coppelius hervor, der plötzlich wieder erschienen ist. Und dann, das ist also jetzt ganz typisch Freud, wir dürfen annehmen, dass es der Anblick seiner Annäherung war, der den Wahnsinn bei Nathanael zum Ausbruch brachte. Eigentlich aber bietet das Nachtstück Ete Hoffmanns eine andere Handlungssequenz. Also hier auch wieder, die beiden stehen jetzt Arm in Arm auf der höchsten Galerie des Turms und schauen zuerst auf die duftigen Waldungen, hinter denen das Gebirge sich erhebt. Dann lenkt Clara den Blick ihres Bräutigams auf den, und das ist also jetzt Ete Hoffmann, auf den sonderbaren kleinen grauen Busch, der ordentlich auf uns loszuschreiten scheint. Nathanael fasste mechanisch nach der Seitentasche, er fand Coppolas Perspektiv, er schaute seitwärts, Bindestrich, Clara stand vor dem Glase, Ausrufezeichen und Bindestrich. Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern, totenbleich starrte er Clara an, aber bald glühten und sprühten Feuerströme durch die rollenden Augen, grässlich brüllte er auf wie ein gehetztes Tier, dann sprang er hoch in die Lüfte und grausig dazwischen lachend, schrie er in schneidendem Ton, Holzpüppchen, dreh dich. Er versucht Clara dann, das ist jetzt nicht mehr E.T. Hoffmann, sondern meine Nacherzählung, er versucht Clara vom Turm herabzuschleudern, doch willensstark hält sie am Geländer fest, selbst nachdem der rasende Nathanael sie bereits über das Gelände in die Luft hat schweben lassen, bis ihr Bruder Lothar sie in letzter Minute rettet. Da könnte man jetzt auch an Metropolis denken. Erst dann in der Menschenmenge, die zusammengekommen ist, den Avokat Coppelius und springt selbst über das Geländer. Das heißt also, nicht der schreckliche Mann seiner Kindheit löst den Wahnsinn aus, sondern, und das ist Danica Wells Pointe, der Anblick Claras vor dem Glase, und zwar vor dem Glase, wo sonst Olympia zu sehen war. Oder anders formuliert, unerträglich für Nathanael ist der Anblick Claras in ihrer ganz gewöhnlichen Erscheinung. Sie schaut sozusagen durch die Linse des Perspektivs auf ihn zurück, gibt seinem Blick Widerstand, setzt ihm etwas entgegen. Was unerträglich ist, auch darum geht es in der Szene von Midge und ihrem Porträt, ist der Anblick einer Frau, die den Blick entzaubert. Nun geht es mir aber darum, dass Hoffmann uns ein doppeltes Ende anbietet. Einerseits, so hört dann diese Szene um diesen Kirchenturm auf, als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Coppelius im Gewühl verschwunden. Aber da hört die Novelle eben noch gar nicht auf, sondern nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben, wie sie mit einem freundlichen Mann Hand in Hand vor der Tür eines schönen Landhauses saß und vor ihr zwei muntere Knaben spielten. Es wäre daraus zu schließen, dass Clara das ruhige häusliche Glück noch fand, das ihrem heiteren, lebenslustigen Sinn zusagte und das ihr der im Innern zerrissene Nathanael niemals hätte gewähren können. Das heißt also, das Glück der Braut ist eine Spekulation, man will es gesehen haben, aber eigentlich bleibt alles in der Schwebe. Bei Lubitsch führt die Entzauberung zum Happy End der Liebeskomödie. Lancelot hat nach der Hochzeit seine Puppe zum Kloster zurückgebracht und, obgleich einer der Mönche sie in der Rumpelkammer abstellen will, ist seine findige Braut entflohen und wartet auf ihn in seiner Zelle. Einmal mehr findet ein kokettes Spiel zwischen den beiden statt, sodass er, nachdem er eingeschlafen ist, von der Belebung der Puppe träumt. Ja, das ist doch großartig. So, okay. Also, nochmals operiert Lubitsch mit einer Doppelung der realen Frau und dem Traumbild. Entscheidend aber am Ende dieser Hochzeitsnacht haben sich alle unheimlichen Doppelgänger verflüchtigt. Dass das auch ein kinematischer Zauber ist, zeigt die Abschlussszene. Hilarius war, als er begriffen hat, dass er statt seiner
Puppe eine Tochter verkauft hat, ergraut. Der Anblick des Brautpaars macht das rückgängig. Ein letzter Beweis der Kontrolle, die Lubitsch über die von ihm ins Leben gerufenen Ereignisse hat und eigentlich auch über das, was das Kino am Anfang des Jahrhunderts machen kann. Also das ist das Rückgängigmachen von Illusionen und gleichzeitig haben wir eine Figur des Dritten, die über dem Paar steht. Sie kennen alle das Ende von Vertigo. Der Trug fliegt auf, Scotty singt Judy an den Tatort zurückzukehren und hier wird willentlich oder zufällig, das lässt sie schlecht sagen, jener Tod vollzogen, den sie ihm damals nur vorgetäuscht hatte. Das bedeutet aber auch, Judy findet als Doppelung ihrer selbst den Tod. Also wir haben auch hier eine Figur des Dritten, allerdings eine, die zu der Entzweiung des Paars führt. Zwei Momente, die im Sandmann getrennt sind, die Zerstörung Olympias und Nathanaels Sprung vom Turm, werden an der Gestalt Judys verdichtet. Deren Leiche bekommen wir, wie Sie jetzt hier sehen, direkt nicht zu sehen, sondern wir können sie nur dank Scottys Nachahmung erahnen. Dass er am Rand des Turms stehen kann, lässt uns auch begreifen, er hat seine Höhenangst überwunden. Zudem kann Hitchcocks nekrophiler Melancholiker nun auf ewig die verlorene Geliebte, der verlorenen Geliebten nachsinnen. Dieser Verlust zumindest ist ihm sicher. Es gibt aber eben für Vertigo auch ein zweites Ende und das möchte ich Ihnen, obwohl Hitchcock das gehasst hat, nicht vorenthalten, weil es so gut in meine Argumentation passt. Hier nämlich hat die vernünftige Frau, ich meine, manchmal haben die Zensurbehörden ja auch viel besseren Blick, hier hat die vernünftige Frau zumindest als Blick das letzte Wort. Das ist die europäische Zensurfassung und ich frage mich immer, warum die Europäer das noch haben wollten. Jedenfalls, was wir hier sehen, ist Midge. Und sie ist eine traurige Regisseurin. Und für mich, eben wie gesagt, für diesen rückblickenden, also dieses Rückblicken auf Lubitsch durch Hitchcock, wichtig ist, dass dieser kurz nach dem Ersten Weltkrieg entstandene Film Lubitsch uns zeigt, mit welcher fröhlichen Überwindung ein tödlicher Narzissmus inszeniert werden kann. Und das macht Lubitsch, finde ich, nicht nur visionär, sondern auch äußerst zeitgemäß. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Elisabeth Bronfen, für diesen spannenden Vortrag, diese parallele Betrachtung. Ich kann Ihnen an dieser Stelle übrigens empfehlen, wenn Sie mehr über Hitchcock erfahren möchten, in unserer Sonderausstellung gibt es einen eigenen Bereich, weil Hitchcock und Rot, das geht natürlich auch nur ganz eng verbunden miteinander. So, aber jetzt an dieser Stelle machen wir eine Pause von circa 10 Minuten, bevor wir mit dem Film loslegen. Sie können gerne hoch ins Filmcafé gehen, sich nochmal mit einem Getränk ausstatten. Es lohnt sich vor der Puppe und wir signalisieren dann mit dem Gong, dass es weitergeht. Geht also bis gleich. Uwe Oberg, meine Damen und Herren, die Puppe. Ja, und entgegen unserer sonstigen Gepflogenheiten bitten wir noch nicht gleich unseren Gast nach vorne, sondern das muss erlaubt sein, nochmal Uwe Oberg auch ein, zwei Fragen zu stellen. Der Film ist 98 Jahre alt, man mag es kaum glauben. Aber ich glaube, man versteht, warum Lubitsch den so gut fand. Ne? Also der funktioniert ja brillant in seiner Komik. Absolut. Ja, und der Film ist eine absolute Inspiration, ein absoluter Spaß dazu zu spielen. Ich hoffe, das hat man gehört. Definitiv, ja. Kann man nur bestätigen. Aber das ist auch das Stichwort vielleicht. Wie machst du das denn? Also du guckst ja den Film quasi live dabei. Du hast dir aber bestimmt auch schon so ein bisschen was zurechtgelegt. Wie gehst du vor, wenn du die Puppe begleitest? Also, sagen wir mal so, ich habe ganz viele Kompositionen oder Ideen im Kopf, die ich mit mir rumtrage, die aber letzten Endes erst dann zum Tragen kommen, wenn ich den Film sehe. Also es ist jedes Mal bereite ich mich zu Hause vor und gucke das auf einem kleinen Bildschirm. Und wenn ich im Kino bin, muss ich sagen, ich staune immer wieder. Also es ist immer wieder das große Bild und das ist die Inspiration letzten Endes, die das alles in Gang setzt, was ich so in mir habe.
an Sounds, an Klängen, an Ideen. Ja. Und du holst ja auch weit mehr raus, als es jetzt der Flügel an sich so an sich hätte, sage ich mal. Also da ist auch ein Glöckchen oder irgendwas dabei. Was hast du da so mit eingesetzt? Ach, das sind ein paar Klangschalen. Das ist so ein afrikanisches Mbira habe ich dabei. Dann, was ist das denn? Das ist ein Daumenklavier. Daumenklavier? Zeig mal. Ja. Naja, ein Klavier, also... Okay. Das ist so ein afrikanisches Instrument. Das ist eigentlich eine afrikanische Gitarre, ist sehr populär. Klingt so. Wow. Also es ist im Grunde ein Resonanzkasten mit Lamellen drauf, also mit solchen Stahllamellen drauf. Und setzt du das immer ein oder war das jetzt speziell zur Puppe? Ne, das habe ich mir heute schon so vorgenommen. Also viele, sagen wir, klavierfremde Geräusche zu nehmen. Ich meine, weil der Film auch so bizarr ist auf eine Art und ich glaube, der verträgt das ganz gut. Das kann ich nur bestätigen. An dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank für den tollen Abend mit dir, Uwe Oberg. Einen großen Applaus. Danke. Genau. Und er wird uns jetzt verlassen. Dafür bitte ich aber Elisabeth Bronfen und Vinzenz Hediger noch einmal nach vorne auf die Bühne. Nochmal Applaus dafür. Okay. Ja, schreiten wir also zur Deutung. Das ist ja eine Komödie, aber harmlos ist die nicht. There's a lot going on, wie man auf Englisch sagen könnte. Und du hast ja schon sehr vieles daraus herausgearbeitet. Ich greife mal den allerletzten Satz aus, auf deiner Dreifachlektüre, das ist ja mehr als nur eine Parallellektüre gewesen, sondern eine Dreifachlektüre, Freud, oder sogar vierfach. Freud, Hoffmann, Hitchcock, Lubitsch. Und du hast geändert mit einem Satz, in dem der Schlüsselbegriff war tödlicher Narzissmus. Kannst du das nochmal aufschlüsseln für diesen Film? Also was natürlich an diesem Film besonders deutlich, also erstmal witzig ist, ja, dass er diese ganzen jungen Frauen nicht will. Also er hat ja, es ist ja offensichtlich ein sehr stark homoerotischer Film, nicht nur der Vater mit seinem, wer immer das ist, der ihm dann immer was einlöffelt, sondern eben auch der junge Mann, der auf keinen Fall eine Frau heiraten will. Ja? Also hier ist der Narzissmus natürlich nicht tödlich. Also das ist ja das, was man beim E.T. Hoffmann hat und was man beim was Hitchcock dann eben aufgreift. Aber Lubitsch gibt dem so eine spielerische Drehung. Aber zuerst mal ist es ja die konventionelle Ehe, die heterosexuelle Ehe gerichtet. Und er wird ja auch als, also ich denke jetzt mal, Lubitsch kannte auf jeden Fall Freud, inwieweit er Sandmann kannte. Ja, nein, es ist ja an sich, basiert ja eigentlich auch am Sandmann. Es ist auf jeden Fall so, er wird hier eher kindlich dargestellt. Deswegen auch die Beziehung zu der Amme, die ihn ja auch ihren Säugling nennt. Also er will eigentlich nicht erwachsen werden. Und das hat insofern schon etwas jetzt eher in Anführungsstrichen Tödliches, als er sagt, ja, ich will dann, die Puppe kann ich heiraten, aber eine lebende Frau will ich nicht. Das heißt, wenn man sich ein bisschen drehen will, eben der anderen Person, die man heiraten soll, ihre Lebendigkeit abzusprechen. Das wäre dann noch immer etwas Tödliches, auch wenn eben Lubitsch das als Komödie dreht und ihn schlussendlich sich doch zuerst in die Puppe und dann sogar träumt, dass er sie belebt und dann wirklich die lebende Frau haben will. Also es ist eigentlich eine Rite, was Lubitsch daraus macht, ist eine Rite-Passage zur heterosexuellen Sexualität, ja, mehr noch als zur Ehe. Genau, also ich meine, man könnte ja auch sagen, der Film ist wunderbar inkonsistent, weil am Anfang die Institution der Ehe völlig durch den Kakao gezogen wird. Es gibt diese ganzen, die 40 Jungfrauen haben ja ihre Verlobten, ja. Da wird der Preis ausgesetzt und alle, all bets are off, wie man so schön sagt, ja. Alle Verträge sind jetzt mal ausgesetzt und erst mal schauen, ob ich an den Preis rankomme, sonst machen wir weiter. Genau, ja. Das ist ja nun nicht das, was man sich unter der bürgerlichen Ehe... Nein, es ist keine romantische... Und zugleich ist es die Wahrheit der bürgerlichen Ehe.
Ehe. Ja, ich würde sagen, es ist die Wahrheit der bürgerlichen Ehe, weil eigentlich geht es ja da ja nur um Geld. Das lernen wir auch schon so schön bei Jane Austen. Aber es ist vor allem überhaupt nicht romantisch. Es hat gar nichts Romantisches. Nein. Also zwischen dem Vater und seinem Diener und zwischen dem Lancelot und der Amme und was weiß ich, die Mädchen untereinander, die da so rummachen aneinander und den Mönchen untereinander. Ja, aber so unsere konventionelle Vorstellung von romantischer Erotik ist jetzt gar nicht in dem Film am Anfang. Und er wird sozusagen dazu erzogen. Und er wird eigentlich dazu durch Ossi erzogen. Also das ist eben, was mir so gut gefallen hat. Sie macht sich über den Vater lustig, dann freut sie sich an diesem Geschöpf, was er von ihr geschaffen hat. Und dann schaut sie zum Fenster raus. Und für eine Sekunde sehen wir ihre Begeisterung, dass sie diesen Mann, der da die Treppe runterläuft, einfach erspäht, wirklich in diesem altmodischen Sinne. Und das will sie. Also das ist und den lüsternen Knaben, den darf man nicht vergessen, aber der ist ja eher polymorphos pervers, der ist einfach lüstern, er will essen, er will küssen, er will, was weiß ich, ja. Teure Farbe trinken. Mhm. Das hast du ja sehr schön herausgearbeitet, die Ossi Oswaldau-Figur ist die einzige Konsistente in dem ganzen Film. Ja. Die verliebt sich, die will den Typen haben, sie kriegt ihn und alle anderen müssen sich arrangieren und alle Institutionen müssen angepasst werden und das ist gewissermaßen die Kohärenz des Films, ist ihr Blick und ihr Begehren. Das ist der weibliche Blick, der hier das Regime aufzieht und die Konsistenz schafft. Haben Sie Fragen? Dann geben Sie mir ein Zeichen und ich komme zu Ihnen mit dem Mikro. Auch wenn das jetzt abschreckt, genau. Gib es einmal durch. Also ich fange mal an. Vielen Dank für den Vortrag. Ich wollte gleich einhaken bei dem Lehrling. Also für mich ist er nicht polymorph pervers, sondern der ist schon sehr lüstern bezogen auf das weibliche Geschlecht. Ist ja egal, welchen Alter. Ja, aber er beißt Form. Doch den Mann. Er beißt den Mann, also, das weiß ich. In einer sehr schlüpfrigen Szene. Ich weiß. Ja. Okay, gut. Aber gut, okay, also es ist schon sehr dominant. Worauf ich kommen will, ist, für mich ist er also in gewisser Hinsicht schon noch konsistent und der gehört ja, das sind ja die beiden jungen Figuren, ja, also die Puppe ist jung und er ist jung und sie kämpfen gegen das Alte, gegen das Etablierte und wenn man sich das anguckt, was Lubitsch macht, ich bin den Film leider erst zum ersten Mal gesehen, ist es für mich auch sozusagen ein Film gegen Goethe, ja, also der läuft im Wärterkostüm rum, der Lancelot, der Lehrling ist intelligent, ja, er ist nicht dumm wie Wagner oder sowas, ja, das ist auch ein Film, er kommt ja aus dem Theater, gegen die ganzen Theaterkonventionen, die ja ständig eingesetzt werden auch. Und da könnte man ja auch sagen, deshalb hat mich das gewundert in Ihrem Vortrag, Sie sind gar nicht auf Pygmalion eingegangen und all diese Geschichten, also diesen ganzen langen Hintergrund, auch der Schauspieler, der eine Maske trägt, etc. Sie haben es halt sehr einseitig fokussiert auf diesen Bereich des Blicks auf die Frau. Könnte man das nicht auch etwas allgemeiner sehen? Allgemeiner noch, Hilfe noch. Oder universeller, also dass es grundsätzlich um etwas geht, was menschlich ist, Rollenspielen, Maske, Figur, Theaterkonventionen. Also komisch, für mich war der, mir sind zum Beispiel die Kinder aufgefallen, die der ganzen Sache zuschauen. Und da würde ich noch, also es sind ja viele Brüche in dem Film. Eines, was Lubitsch wahrscheinlich einfach so begeistert ist, was der jetzt auf einmal machen kann. 1919, ja, mit der Sonne, die dann lächelt und der Mond, die Sonne, die dann scheint und der Mond, der dann lächelt und so weiter und so weiter. Also das ist schon mal, das ist weder Theater noch ist es Kino, es bringt dann nochmal ein anderes Medium mit rein, nämlich gezeichnetes, ja, also Zeichentrick fast auch noch. Und dann aber eben die Kinder und so habe ich den Jungen auch eher gesehen, die Mädchen, die dann dazu gucken und das wie mit ihren Blicken kommentieren, die sind wirklich 20er Jahre. Die Bühne ist im Pappmaché, frühes 19. Die Kostüme auch, aber diese Kinder für mich nicht und Gehilfe hat für mich auch was eher Arbeiter, aufmüpfig, etwas diesem bürgerlichen, spießigen entgegenhalten. Spricht ja auch direkt in die Kamera, was er später gar nicht tun darf. Bringt, also für mich ist das wie die Figur des der Moderne, die so gegen dieses
Biedermeierliche, worum es da ja auch geht, anspricht. Und der auch, der ist natürlich auch die Witzfigur, es ist die Figur, die die Sachen auf die Spitze treibt, der sich aber auch vergreift an der Vaterfigur, nicht nur mit dem Beißen, sondern später auch, ja, ich könnte ihn ja jetzt rufen, dann würde er runterfallen. Also der auch den großen Pathos hat, sich also über den eigenen Pathos aber fast auch wieder lustig macht, derjenige, der besonders gerne Sachen wörtlich nimmt und dann aber auch die Szene, wo er ihm die Hose runterreißt und dann auch noch die Ballons runterschießen will. Da ist auch eine sehr lustbesetzte Aggression im Spiel. Aber inwieweit jetzt das allgemeiner ist, ich meine, allgemein ist es auf jeden Fall, was Lubitsch hier macht. Er ist einfach verliebt in die Idee dessen, was man jetzt mit diesem Medium machen kann, die ganzen Verwandlungen, die man ins Spiel setzen kann, das Wörtliche ins Übertragene und das Übertragene dann wieder ganz wörtlich, das Staunen. Er selber staunt über sein Medium und lässt uns über sein Medium staunen. Und das wäre vielleicht eher das Allgemeinere, das könnte man so als ein alles umfassendes Pygmalion-Prinzip. Alles wird lebendig. Mir ist einfach eher die zerstörerische Lust auch, dass sich über die anderen lustig machen. Es hat ein bisschen was Aggressives. Ich denke jetzt auch an Krakauer, was Krakauer dann in von Caligari zu Hitler für die Weimarer Zeit sagt. Ein bisschen davon ist schon auch. Nur es ist eben so spielerisch, deswegen würde ich es jetzt nicht unbedingt dann also die Drehung, die ja Krakauer macht, dass er sozusagen das Antizipieren des faschistischen Populismus sieht, also bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher. Aber es hat auf jeden Fall die Lust am Zerstörerischen und das wäre für mich das Moderne. Ja. Einer der Ausgangspunkte unserer ganzen Reihe war die Frage gewesen, warum hat Lotte Eisner Lubitsch gehasst? Ah, okay. Was ist die Antwort? Also man kann es auf die Geografie der jüdischen Bevölkerung von Berlin abbilden. Nicht? Also okay. Lubitsch ist ein Ostjude, der in Mitte wohnt und Eisner ist eine hyperassimilierte Charlottenburger Deutsche, die sich auch als Hüterin der deutschen Kultur sieht. Mhm. Und sowas da natürlich gar nicht ab kann. Also die Anti-Goethe-Lesart scheint mir schon eine gute Spur zu sein. Mhm. Das ist total anarchisch, was er hier macht. Und das hat sehr viel mehr mit dem Theater der Attraktionen der russischen Revolutionszeit zu tun, als mit Hauptmann oder irgendeiner deutschen Kulturpflege. Man hat ja auch so Momente, wo er die Montagegeschichte reinbringt, wenn die ganzen Münder sich bewegen, ja, oder auch so manchmal mit den Figuren und den Augen, also er zerstört auch immer wieder so vierdimensionale Sachen. Ja, aber der Film funktioniert am Ende. Ja, ja, das war eigentlich auch, warum ich es mit Hitchcock zusammenlesen wollte. Also nicht nur, weil mir die Analogie der Sandmann und Vertigo so unglaublich gefällt, aber weil ich eben Hitchcock auch sehe als jemand, der sowohl Horror aufbaut oder Komödie aufbaut, also was immer Affekte aufbaut und gleichzeitig permanent zeigt, hallo, ich baue hier Affekte auf und aha, hier ist meine Kamera und da ist niemand dahinter und es funktioniert aber, und zwar nicht trotzdem, sondern weil, also dieses Doppelte, das ist, und das finde ich eben hier auch, es ist crazy eigentlich, auch die ganze Geschichte gibt ja gar keinen Sinn, auch dass sie da endlos rumrennen, um diesen Brunnen aber das macht Spaß und wir wissen, das ist, also macht jetzt nur, weil es ihm Spaß macht, dass die Figuren da rumrennen dürfen. Genau. Dieses Doppelte finde ich eben schon so interessant bei beiden. Ich habe bei der Vorführung unsere Restaurierungsfachfrau gefragt, ist das jetzt nicht zu schnell projiziert? Und sie hat gesagt, nee, das ist schon richtig. Das muss so. Ich wollte vielleicht auch gerade kurz einhaken zu der Analogie zu Hitchcock, weil ich fand immer bei der Vertigo-Szene, wenn dann die Nonne auftaucht, da muss ich unfreiwillig lachen auch. Also da ist schon so ein Humor mit dabei. Ja. Also da ist, hat er das gesehen? Weiß man da was, dass er die Puppe kannte? Also ich muss gestehen, ich bin dem jetzt einfach nicht nachgegangen. Ich kann es natürlich jetzt auch nicht beschwören, aber er war ja zu der Zeit auch in Deutschland. Also man könnte schon davon ausgehen, dass er dieses Kino kannte. Also was ich jetzt weniger sicher weiß, ist, ob Hitchcock den E.T. Hoffmann gelesen hat.
würde mich jetzt auch nicht so, finde ich nicht so wichtig, aber ich könnte mir schon vorstellen, also was, wenn man sich den jetzt nochmal anschaut, merkt man, was die Puppe alles beeinflusst hat, also Blade Runner, würde ich mal sagen, der Moment, wenn der das erste Mal, wenn der Harrison Ford das erste Mal zu Sebastian geht. Und klar, auch Stepford Wives 2, Frank Oz, da tanzt Nicole Kidman sogar genau wie Ossie Oswalder. Also das ist schon interessant, dass das dann nachträglich Spuren hinterlassen hat. Und wenn ich noch meine Leidenschaft frönen darf, Mel Brooks. Okay. History of the World, die Inquisition als Musical, die tanzenden Mönche. Ja, klar. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Rembert, bitte. Ja, Sekunde. Erst Mikro. Ich bin auch noch die ganze Zeit bei dieser Parallellektüre von Vertigo und die Puppe, die ich wirklich umwerfend spannend finde. Und könntest du vielleicht noch mal was zu den beiden Körpern sagen, von Kim Novak und von Ossie Oswalder und von den zwei, im Prinzip von den zwei Körpern in einem. Genau. Weil das ist ja im Prinzip bei, ich finde das total überzeugend, jetzt in Bezug auf Kim Novak. Und mich würde mal interessieren, was jetzt den zweiten Körper bei Kim Novak triggert. Also man hat ja, ist es der männliche Blick? Also es gibt ja, du hast ja diese Szene gezeigt, wo im Prinzip, also es geht ja auch bei der ersten Wahrnehmung von ihr in dem Lokal, geht es ja auch darum, sich mit ihrem Mechanismus vertraut zu machen, um es mit Lubitsch zu sagen. Genau. Und das hier, die interessante Szene ist ja einfach die Nahaufnahme von ihr in Profil. Ja, die ja extrem gedehnt ist, extrem langsam ist. Und das heißt, das ist ja im Prinzip ein Resultat von Studium von seiner Seite aus. Aber könntest du da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil ich das wirklich unglaublich interessant finde, was den zweiten Körper in dem ersten Körper mit auslöst bei Kim Novak? Also ich habe das eben immer so verstanden, die gucken ja dann in, desto näher sie kommt, desto weiter schauen sie voneinander. Also er richtet sich so, und also er will nicht richtig hingucken. Ja? Er will sie spüren, er will sie nicht sehen. Warum will er sie nicht sehen? Warum will er sie nur als Spiegelung dann sehen? Ja? Das hätte jetzt auch wieder was mit tödlichem narzisstischen Blick zu tun. Aber das andere ist wirklich, wenn sie sich dann so exzessiv mit dem Profil hinter, und das ist ja das Profil, deswegen hatte ich dieses letzte Slide auch nochmal gezeigt, wenn er dann, wenn Mitch ihm dann sagt, oh, is she a ghost? Und dann sagt er, I think I'm gonna go look at that portrait again. Und dann guckt er das Porträt an und dann kommt diese Überblendung. Ich finde überhaupt, über die Überblendungen bei Hitchcock könnte man noch mehr arbeiten, weil da werden nämlich noch weitere Körper produziert. Oh ja. Und ich habe so das Gefühl, dieser Kim, also Kim Novak als Madeleine Elster, das wäre der zweite Körper. Das ist für uns, das macht die Kamera, das ist Hitchcock. Genau. Das ist, dreht die sich dann um. Ist es so oder so? Ja. Und da wird, also bei Lubitsch sehen wir ja immer, dass er ihr da so hinten guckt und da ist Laufen und Küssen und Grüßen und so weiter. Und dann wird klar, das ist eine Puppe. Es ist natürlich keine Puppe, weil es ist ja Ossie Oswalder. Und auch die Puppe ist Ossie Oswalder. Die haben sie dann nebeneinander reinmontiert in das Bild. Und da sieht man sie nebeneinander. Bei Hitchcock sind sie sozusagen übereinander. Aber die Kamera macht klar, das ist auch ein Mechanismus. Und das ist ein Mechanismus des Filmbildes, und zwar des Filmbildes so, wie Hitchcock das Filmbild versteht. Als etwas, was uns anzieht und etwas, was uns auch sadistisch macht. Ist das schon mal ein Anfang? Okay. Die Vertigo-Szene. Und vor allem, wenn ich nur noch eine Sache, was mir dann so aufgefallen ist, das habe ich jetzt nicht gezeigt, weil ich dachte, das kennt nun wirklich jeder, das wollen sie nicht nochmal sehen. Aber wenn die dann über die Schwelle läuft, dann wird die ist viel puppenhafter, die Madeleine, als die Judy es eigentlich ist. Also das ist eigentlich auch ein rückwärtsgewandter Pygmalion. Die Neuschöpfung der Madeleine Elster, also Judy als Madeleine Elster, ist viel töter ist kein richtiges deutsches Wort, aber viel weniger belebt als Judy. Das ist ein Helvetismus. Das sagen wir jetzt das einfach, die Kamen also, so sprechen wir in der Schweiz, genau. Judy ist einfach, die ist auch so super, super belebt, bis hin zum Vulgären, da ist einfach zu viel Leben, und das für mich geht auch wieder zurück auf diese Ossi, die einfach so irrsinnig
die will essen und die setzt sich dann hin und dann will sie tanzen und dann freut sie sich und das hat ein bisschen was Vulgäres, das ist halt auch das Berlin des Kabarett und gleichzeitig ist es sehr klug, es ist raffiné. Der Vertigo-Ausschnitt war dann auch ganz besonders schön gewählt, weil da gibt es ja einen Achsensprung bei Jimmy Stewart. Man sieht ihn erst von rechts und dann von links. Das ist eine Konventionsverletzung, aber das ist notwendig, weil es um dieses Spiegelthema geht. Und dann hat mir sehr gut gefallen, dass du ganz lange diese Überblendung hast stehen lassen und dazu gesprochen hast. Das war ein schöner Moment. Ja, bitte. Bitte, bitte arbeiten Sie, denken Sie über die Überblendungen nach. Ich finde, da kann man wirklich Bücher, viele Bücher schreiben. Er macht das obsessiv und das sind nämlich visuelle Metaphern. Da werden nämlich dann Sachen zusammen gedacht, die man... Okay. Vielleicht nochmal zurück zur Musik. Die Musik ist ja jetzt auch eine Interpretation. Wir haben ja gesehen, dass sehr verschiedene Musiken zu den gleichen Szenen. Ja. Und dann ist ja so eine Frage, auf was kann die sich stützen? Und da habe ich das Gefühl, dass diese Mechanisierung und Wiederbelebung, dass das auch mit der Musik zu tun hat, zwischen Takt und Taktverlust. Also dass das eine ganz interessante Mimikrie ist. Und ob das vielleicht ein Anschluss da auch möglich wäre auf Benjamins Idee zur Stummfilmgroteske, wo er auch sagt, die Mechanisierung ist das, was komisch ist. Und ob man sozusagen zwei Seiten des Mechanischen auch nochmal reinbringen könnte. Eine, die eher sagt, die Mechanisierung à la Hitchcock oder die Mechanisierung à la Benjamin und die jeweils unterschiedlichen Wirkungsästhetiken. Also dass Puppe nicht unbedingt gleich Puppe ist, sondern dass sie so hin und her fallen kann. Also was bei Lubitschs Puppe ist ja, sie überdreht ja eigentlich auch ihre Mechanik. Also so mechanisch muss sie als Puppe eigentlich auch nicht sein, vor allem, weil sie soll ja eigentlich auch sprechen können. Also sie sollte ja eigentlich auch ein bisschen geschmeidiger sein. Aber da, ich habe das aber immer auch nochmal zurückgedacht, das ist auch ein Kommentar über das Filmbild an sich, weil dieses komische, ruckhafte Laufen, das ist wie der Film, der ein ganz klein bisschen zu langsam läuft. Da merkt man, dass das so und so viele Bilder pro Sekunde sind. Also, ich habe es eher gelesen auf die Mechanik des Filmbildes und der Projektion des analogen Filmbildes. Also, wie gesagt, zu dieser Filmmusik, die ich Ihnen vorgespielt habe, kann ich wirklich nicht sagen. Ich finde sie so grausig. Aber ich konnte den Ton jetzt auch nicht mehr ausstellen. Ich weiß nicht, aber Sie fanden es gar nicht so grausig. Was die für Qualitäten hat. Und das kommt, das dachte ich, das ist so eine Art Spur, um in die Mechanik des Films nochmal reinzukommen, einfach so als differenzialdiagnostisches Instrument. Während die Musik von Vertigo, das ist der berühmte Bernard Herrmann, ja, und da kann man schon viel mehr, also da kann ich mehr zu sagen, weil ich damit mehr anfangen kann. Und da kommt ein Stück Deutschland, deutsche Hochkultur, auch bei Hitchcock wieder durch, weil der hat ja, also es hört sich ja wie später Wagner an teilweise, aber auch wieder ironisch. Vielleicht daran noch auch anknüpfend eine Frage zu Ossi Oswalder. Lubitsch hat sie ja schon zum Star gemacht zu dem Zeitpunkt. Das ist, glaube ich, 9. oder 10. Zusammenarbeit schon. Okay. Und was sagt das denn auch aus, dass er schon so ein frühes Startum bricht und dass sie da auch mitmacht? Also auch dieses Regiebild, wie inszeniert sich Lubitsch im Vergleich zu seinem Star? Und eigentlich ist er ja der Star, wenn er das Ganze am Anfang da baut. Aber so wie ich das wahrnehme, ist er ist der Star, das ist sein Theater, aber er macht auch da, ja, tut dann da den Rücken hin, dann fällt der Rücken runter, dann muss er den Rücken wieder adjustieren, kriegt ja das auch nicht richtig hin mit dem Kasten und das richtig schön aufbauen. Und vor allem auch, da sehe ich auch selbstironisch auf das Kindliche des Regisseurs, der alles in der Kontrolle haben will. Er tut dann die Puppen zuerst vor das Haus und tut er sie in das Haus. Also es ist nicht mal nur Puppentheater, sondern ich habe die jetzt im Griff und das ist ein bisschen so wie das Fortdarspiel vom Kind. Ich sehe es nicht, ich tue es jetzt rein und dann kommen sie aus dem Haus wieder raus. Also ja, er ist der Star, das ist sein Theater, er hat das ist seine Sache. Aber ich finde eben, und das
wäre eben auch nochmal ein Argument gegen die ganzen Leute, die zu den blonden Frauen bei Hitchcock sagen, dass der Hitchcock so wahnsinnig sadistisch ist. Ich finde, auch in Vertigo gibt es Momente, wo man merkt, Kim Novak ist die Regisseurin da. Die spielt da mit ihrem Scotty. Am deutlichsten ist es in der Szene, wenn sie dann über die Schwelle läuft und er denkt, er hat jetzt seine tote Madeline wieder und wir kriegen diese Rückprojektion mit dieser 360-Grad-Drehung und sie weiß ja, was da los ist, während er ist ganz erstaunt, Mensch, Phantasmagorie etc. Und so eben auch mit Ossi Oswalde, er überlässt ihr die Möglichkeit, wirklich das alles an sich zu reißen und zu zeigen, gut, ich bin jetzt in einem Theater, aber ich bin jetzt die Regieleiterin in diesem Theater. Also da ist auch eine starke Identifikation, finde ich, zwischen Lubitsch und seinem Star, indem er aber dem Star mehr zuschreibt, als nur du bist jetzt diejenige, die ich hier inszeniere, die ich rumkommandiere, sondern ihr durch diese Eigenständigkeit gibt. Und das ist schon, wenn man sich überlegt, was 10 Jahre später im Kino oder 12 Jahre später passiert, das ist schon auch erstaunlich. Also, mich macht das sowohl wehmütig und es begeistert mich. Also, es begeistert mich, weil man sagt, das ist auch viel näher an unserer Idee, ja, von Figuren, aber auch traurig, weil man sagt, da war schon mal was und es hat dann so lange gebraucht, bis man wieder an dieses Fass. Also, ich sehe das in diesem Film als ein paritäres Verhältnis zwischen dem Star und Lubitsch als Regisseur und dass er das auch zulässt. Ich erlaube mir 3 kurze, langweilige, gelehrsame Anmerkungen. Also die Selbstpräsentation des Regisseurs ist konventionell. Das ist in den 10er Jahren gang und gäbe, das ist Legion, aber es kommt natürlich auf die Tonalität an, wie er das macht. Die Macht der Stars, das ist die Phase auch im amerikanischen Kino, wo die Stars richtig viel Macht haben. Ja. Das mündet dann in die Gründung von United Artists durch Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Griffith und Chaplin, von denen 3 Schauspieler sind, die ihren Marktwert so gegen die Studios ausspielen können, dass sie ihr eigenes Studio gründen können. Das passiert nachher nie wieder. Genau. Nie wieder. Und das ist schon auch die Zeit, wo das Star-Phänomen dann in Deutschland diese ökonomische Dimension hat. Und zu dem, was du zu Hitchcock und dem männlichen Blick und der weiblichen Agency, sagen wir mal, gesagt hast. Laura Mulvey hat ja die klassische Position in dem Sinne formuliert. Und als sie vor 3 Jahren, glaube ich, hier bei uns war, Krakauer Lecture, hat sie sich Vertigo nochmal vorgenommen und hat ihn gegen den Strich ihrer eigenen Lektüre gelesen und ist genau auf dieselben Schlüsse gekommen, die du jetzt gezogen hast. Nicht? Also das ist in dem Film auf jeden Fall drin. So. Ich wollte nochmal einhaken, ganz kurz beim Regisseur und bei der Thematik konsistente Figuren. Hilarius ist ja auch eine konsistente Figur. Also nicht nur ist Hilarius vielleicht, sondern er tritt ja gleich auf als im italienischen Theaterkostüm sozusagen. Genau. Und er ist ja das alter Ego sozusagen des Regisseurs, der ist Erfinder, er sieht nur, was er sehen will. Ja? Und er wird ja heruntergeholt sozusagen aus seinen Träumen, aus seinen Münchhausen-Fahrten sozusagen durch die Luft mit dem Luftballon, durch den Lehrling. Und er ist natürlich auch ein Narzisst. Ja, er ist auch eitel, er spielt mit seinem Haar, mit seinem Bart, ja, mit seinen Haaren etc. Wollen Sie dazu noch was sagen? Weil das ist ja auch mal eine Männerfigur, ja, das ist ja keine Frauenfigur. Ja, aber er ist doch ein bisschen die Karikatur des Schöpfers. Ja, das ist eine Selbstkritik. So, ja, das ist wirklich so, also das ist schon übertrieben, der Schöpfer, der nachdenkt und der junge Mann macht ihn auch nach. Aber was schon auch, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, man verkauft eine Puppe und findet heraus, man hat die eigene Tochter verkauft. Ich meine, das ist auch ein Kommentar zum ganzen Mündelgesetz, weil das ist ja genau, was der Vater eigentlich macht. Und natürlich schlussendlich verkauft er auch seine Tochter, ja nur dann wirklich für 300.000 und eben nicht was immer. Ich meine, Geld haben wir da ja auch nicht gesehen eigentlich. Da ist kein Geld von dem jungen Mann an den, der hat nur gesagt, da kommen dann noch diese 300.000. Ja, diese Geldbeutel, die er ins Kurs sind. Das ist, was er von dem Onkel bekommen hat. Nein, genau. Ich meine ja vorher. Aber bezahlt die Puppe gar nicht sichtbar. Und dann wird ihm auf einmal klar, er hat seine Tochter verloren und dann ergraut er. Das ist irgendwie auch goldig. Aber es ist sehr narzisstisch. Es ist sehr narzisstisch. Aber insofern, es ist der selbstverliebte Künstler, gestützt von der Ehefrau. Aber das wird alles, und es ist sehr narzisstisch, es ist sehr Biedermeier. Das wird ja alles von dem Film dann auch lustig gemacht. Und also wörtlich genommen und dann zerstört.
Deswegen die disruptive Kraft hier, die anarchische Kraft, ich glaube, das ist, was uns da so gut gefällt. Total dadaistische Film. Ja, eben dadaistisch, das ist, was das ist, ja. Und davon ist dann im Ton Lubitsch nur noch wenig. Also man ahnt dann das noch, aber bei den Tonfilmen von Lubitsch wandelt das woanders hin. Das wandelt in das Auf- und Zugehen von Türen, in Uhren, die sich bewegen, in komische Gespräche, die ins Nirgends laufen. Aber so richtig derb, dadaistisch, nein. Da würde ich auch gerne einfach anknüpfen, weil Rembert Hüser mal am Anfang dieser ganzen Reihe gesagt hat, wir wollen hier den Lubitsch-Touch dekonstruieren, den gibt es eigentlich gar nicht. Dieses Wort, das soll gestrichen werden. Hm. Genau das passt ja dazu. Was ist denn eigentlich das, was Lubitsch so auszeichnet, wenn wir jetzt schon darüber reden? Ist das was Dadaistisches oder in welche Richtung geht das, was ihn so speziell macht, so besonders macht? Also jetzt grundsätzlich oder grundsätzlich. Für diesen Film? Ja, aber ich glaube, dass... Das Frivole spielt ja auch immer eine Rolle. Ja. Zwischen diesem Film und Trouble in Paradise, da gibt es. Das ist. Jetzt wäre ich auch schon wie eine Lubitsch-Figur. Also ich würde sagen, inhaltlich ganz bestimmt ein großes Fragezeichen, was romantische Liebe, was Paarbildung, was Vertrauen betrifft. Liebe fürs Vorspielen und dass die Figuren wissen, dass sie sich Sachen vorspielen, also Theater spielen und zwar Theater in der Realität, Theater auf der Bühne oder auf der Leinwand, das würde ich sagen inhaltlich. Und ansonsten, dass auch die Objekte sprechen, dass die Gesten sprechen und dass die unter Umständen was anderes sagen, als was die Figuren sagen. Also weniger Kamerafahrten als, und das ist vielleicht wirklich auch nochmal das Erbe vom Theater, sehr oft bei ihm doch eher so eine statischere Kamera und die Uhr oder die Türen gehen auf und zu oder da ist eine Vase, dann ist sie nicht mehr da. Also diese Form von Erzählen, würde ich mal sagen, zieht sich durch. Nächste Frage, Nils. Ja, vielen Dank. Ich habe eine ganz einfache Frage. Weiß man denn, warum das Lubitschs Lieblingsfilm war? Ist da was überliefert? First time I heard that today. Warum war das sein Lieblingsfilm? Also ich meine, ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht in der Lubitsch-Korrespondenz oder den Tagebüchern, warum. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, warum, aber er hat es kurz vor seinem Tod, ein Jahr vor seinem Tod gesagt, in Hollywood gefragt, wenn er jetzt nochmal zurückgucken würde, welcher Film ihm am meisten bedeutet, dann hat er gesagt, da konnte er sich auch am meisten ausleben. Also ich glaube, dieses Spielerische war das, was ihn am meisten so begeistert hat. Das konnte er dann in der Form nie wieder, auch wenn er dann ja durchaus Macht hatte in Hollywood, wo er sogar Studiochef dann eine Zeit lang war. Ja. Ich meine, es ist ein Film, vor die Erzählkonventionen festgelegt werden. Deswegen habe ich das gesagt, der junge Mann, der immer wieder in die Kamera redet. So wie Continuity Editing eingeführt wird, kann man das nicht mehr machen. Und eben das Einführen von Zeichentrickmomenten eben in einer Liebeskomödie geht eigentlich in Hollywood dann in den 30er Jahren weniger. Also man findet Momente davon, aber ich denke, hier hat er, ja. Und teilweise unter dem Eindruck von Bornwell und Thompson übersetzen wir die Kohärenz des Hollywood-Kinos. Also da gibt es schon das ganz viele. Schon, ja. Also ich kenne einen Film von Boleslavski, der irgendwie anfängt als Musical und dann nach 10 Minuten als Jazz-Movie weitergeht und so. Das, deswegen zögere ich, weil ich ja sowieso finde, man sollte auf das 30er-Jahre-Kino nochmal gucken, da würde man ganz viele experimentelle Elemente und Avantgarde-Elemente finden und Genres, die sich mischen und Dialoge, die ins irgendwas auslaufen. Aber also für mich ist das ein Film, deswegen habe ich es vorher schon gesagt, da sind auf einmal Sachen möglich in dem Medium. Und das gefällt ihm mindestens so sehr wie die Geschichte, die er erzählen muss. Und dass er diese zwei Sachen parallel laufen lassen kann, kann ich mir vorstellen, dass das mit ein Grund ist, warum er den so mochte. Während die späteren Filme dann auch mehr von einem Guss auch sind. Weil sie aber auch, also ich kenne jetzt die anderen Stummfilme weniger gut, deswegen kann ich über die schlechter reden, aber die Tonfilme, die er dann in Amerika macht, das ist halt dann schon
also Genre-Kino wäre zwar wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber es muss gewissen Konventionen dann schon entsprechen. Und da ist schon 10 Jahre lang was passiert. Ich glaube, der Anfang ist das Schöne. Mhm. Also vielleicht gerade die Werbung fürs nächste Mal an der Stelle passt ganz gut. 4. Mai, Broken Lullaby, da gibt es dann tatsächlich, da geht es um Lubitsch und Musik. Also das ist dann eine Operette im Grunde, die er da verfilmt. Hat er dann auch noch mehrfach gemacht. Ich war vorhin versucht, auf die Frage nach der Konsistenz in seinem Werk vom ganz vom Ende her, von Ninotchka nochmal dran zu gehen und habe mir dann überlegt, ob die das, was durchgeht, unter anderem darin liegt, dass das jemand ist, der bürgerlichen Welt und ihren Institutionen und Rede- und Denkweisen nicht viel Ernst entgegenbringen will. Nie. Auch nicht, als er in diesem System Hollywood sich dann, wo er sich ja mühelos zurechtgefunden hat, nicht? Also er kann sich ja auch anpassen, wie seine Figuren, um durchzukommen. Aber das hier ist ein totaler Anti-Klopstock-Film, um es mal so zu sagen. Nicht? Also alle, alle Imperative aufklärerischer Pädagogik durchs Theater werden da über Bord geworfen und man geht zurück auf die Anarchie der Commedia dell'arte. Genau, das ist auch Commedia, das was der Vater ist, der ist Commedia. Genau. Aber hat er das von Reinhardt? Also, weil bei teilweise Reinhardt schon, ja. Max Reinhardt war ja am Theater, also bei dem hat er ja gelernt. War das da auch schon so? Also man sagt ja, Reinhardt war ein sehr filmischer Theaterregisseur, oftmals auch Licht und sowas einsetzt, aber jetzt auch in dieser Hinsicht? An euch beide? Sag du was. Reinhardt? Kann man Max Reinhardt dafür haftbar machen? Danke für die Übersetzung. Also ich kann nur auf ein Zitat verweisen. Wenn am Ende von diesem Film die zwei Liebenden davonrennen, ist das genau das, was im Sommernachtstraum 35 dann Oberon in Titania, nachdem er sie gedemütigt hat, aber in dem Film ist das nicht so, also der Film macht andere Dinge, dann rennen sie auf eine genau gleiche Weise als Paar entlang und 1940 in Philadelphia Story macht Cukor dann nochmal genau das Gleiche. Das ist keine Antwort auf Ihre Frage. Aber das ist ein guter Weg, eine Frage zu drehen und etwas anderes daraus mit großem Strahlen zu machen. Ich weiß es nicht. Also, wir haben den Film sogar im Begleitprogramm schon gezeigt, also das passt wunderbar. Der 35er Sommernachtstraum. Das ist fantastisch. Das ist groß. Und darf ich dazu etwas sagen? Aber gerne. Mickey Rooney als Puck, mehr oder weniger nackt, das wäre heute nicht mehr möglich. In seiner ersten Rolle. Ja. Und der Gangster, der steppende Gangster, James Cagney als Puck, grandios, wenn er sich da im Wasser und völlig traumatisiert ist. Also da merkt man auch, wie weit die in den 30er Jahren schon waren, was die alles zeigen konnten und dieses Ballett mit den schwarzen Männern, die weißen Frauen dann und so. Unglaublich. Blieb leider seine einzige Regiearbeit, Max Reinhardt. Und hatte diesen Mendelssohn als Ton. Aber wir können auch zurück zur Puppe gehen, wenn Sie wollen. Haben Sie noch Fragen oder Kommentare? Wen sind's du? Ah, da vorne, Sonja. Ja, dann gehe ich rein. Den Weg vorne rum. Ja, ich habe auch mich gefragt, inwieweit zum Beispiel die Theorien von Puppenschauspiel von Meyerkold und die Russen auch eine Rolle hier spielen. Okay. Kenne ich mich einfach nicht gut genug aus. Kann ich nichts zu sagen, aber vielleicht eine Assoziation. Ja, also ich weiß auch, also ich erinnere mich so, dass die Theorien und auch Praktiken in Berlin zu der Zeit irgendwie einen Einfluss im Theater hatten, aber ja, viel mehr kann ich nicht sagen. Also ich habe von Meyerkold so etwas über diese Theorie von Schauspielern als Puppen und auch die Nutzung im Theater, also, aber ja,
viel mehr weiß ich auch nicht. Deswegen habe ich gefragt. Ich meine, Lotte Eisner will ihm das ja nicht zubilligen, nicht? Das ist ein ungewaschener, ungebildeter Kerl und den kann man als Künstler nicht ernst nehmen. Aber der Austausch zwischen Moskau und Berlin in den nach den Revolutionsjahren ist schon so, dass man davon ausgehen kann, dass die Bescheid wussten. Das ist ja ein Tarnkappen-Intellektueller, wenn man so will, der Lubitsch, nicht? Der stellt das nicht aus, aber der ist schon schlau. Das ist doch eigentlich das perfekte Schlusswort an dieser Stelle. Tarnkappen-Intellektueller, das gefällt mir genau. Sehr gut. Ich möchte, bevor ich Danke sage, noch sagen, wenn Sie mal einen Vortrag verpasst haben sollten aus dem ersten Semester, wir haben sämtliche Vorträge in voller Länge auf der Homepage ernst-lubitsch.de eingestellt. Das heißt, Sie können da gerne nochmal nachverfolgen, was hier besprochen wurde und hoffentlich auch bald diesen wunderbaren Vortrag und Abend. Einen herzlichen Applaus, Dankeschön. Elisabeth Bronfen. Dankeschön. Danke. Und Vincent Zeliger natürlich.